und willkommen zu einer weiteren Folge meiner Videoreihe über die Kreuzzüge. An dieser Stelle genauer über den ersten Kreuzzug. Es ist eine Weile her, seit ich die letzte Episode gemacht habe. Und das hat weitgehend damit zu tun, dass 2023 für mich ein Jahr war, wo ich mich doch mehr mit existenziellen Themen beschäftigen musste und einfach nicht die Zeit fand, eine solche Episode herzustellen. So etwas ist leider nicht an einem Tag gemacht. Und angesichts dessen, dass ich eben nicht meinen YouTube-Kanal monetarisiere und nebenher eine Patreon-Seite betreibe und euch auch nicht ständig bekniee, mich zu liken und zu abonnieren und mir Geld zu geben und all das. Nun, in der Praxis hat eine so unkommerzielle Geisteshaltung gelegentlich ihre Nachteile, aber das ändert nicht so viel an meinen Überzeugungen. Und deshalb sind wir nun wieder hier. In der letzten Episode der Serie, die ich mir vorhin erst nach langer Zeit wieder angeschaut habe, ging es um die zwei Dynamiken, welche nach Papst Urbans Promotion-Tournee für die Kreuzzugsidee entstanden waren. Zum einen waren da die Profis, also gehobener Adel, welcher die Mittel und die Sachkenntnis besaß, eine professionelle Armee auf die Beine zu stellen. Und dann waren da mehr die Amateure und Enthusiasten, insbesondere die in Frankreich entstandene Bewegung um Peter von Amiens. Diese schlecht ausgerüsteten und extrem durchwachsenen Menschenmassen schlugen erstmal vor Köln ihr Lager auf. Unter den professionellen Anführern der Kreuzzugsunternehmung gab es allerdings auch sehr unterschiedliche Adelige mit sehr individuellen Motivationen und Strategien. Einige besaßen viel Geld, jedoch keine großen Titel. Andere besaßen große Titel, jedoch nicht viel Geld. Urban II. Und Bischof Ademar schufen Fakten, als sie den Tag des Aufbruchs bestimmten, den 15. August 1096, zu Mariä Himmelfahrt, also über 8 Monate nach der berühmten Rede in Clermont. Dies gab den Bellatores Zeit, die Mission entsprechend vorzubereiten. Runciman paraphrasiert Urban, indem er schreibt: Jedermann sollte sich bereithalten, Heim und Herd zu verlassen, nachdem die Ernte eingebracht war. Danach sollten sich alle Heere in Konstantinopel versammeln. Nun gab es allerdings jene, für die es keine Ernte einzufahren gab. Ohnehin scheint es, als ob Urbans Wortwahl teilweise sehr unvorsichtig war. Er war so sehr bemüht, die vermögenden und wehrhaften Adeligen mit seinem Vokabular an der Ehre zu packen, indem er zu ihnen über den Umweg der breiten Bevölkerungsteile sprach, ohne die möglichen Konsequenzen zu beherzigen. Übrigens darf man sich die Sache nicht so vorstellen, dass Urban II. Seine berühmte Rede in Clermont hielt, Ende November 1095, und auf diese Weise den ersten Dominostein in Bewegung gesetzt hatte. In Clermont damals war kein einziger gehobener Adeliger anwesend. Was dann folgte, war nicht nur die berühmte und erwähnte Tournee von einer südfranzösischen Grafschaft zur anderen, sondern auch ein halbes Jahr, das vorrangig aus dem Verfassen von Briefen an die wichtigen und angesagten Edelleute jener Ära bestand. Urban goss bis in den Sommer 1096 immer mehr Öl ins Feuer und staunte vermutlich über die erdbebenartigen Resultate, die seine Aufrufe in Europa hinterließen. Die Menschenmassen, die sich in Frankreich und Deutschland vereinigten und so gar nichts mit den Bellatores der abendländischen Politik zu tun hatten, waren gewaltig. Und diese Menschenmassen entzogen sich gänzlich Urbans Kontrolle. Falls er in den darauffolgenden Monaten darauf hingewiesen haben mag, dass die Wiedereroberung des Heiligen Landes eine Sache der Profis sei, waren dies vermutlich sehr schwache Bemühungen, die wenig Gehör fanden. Es mag auch sein, dass nicht so viele daran glaubten, dass diese auf den ersten Blick führerlosen Heerscharen jemals tatsächlich in Kleinasien eintreffen würden. Heute mag dies oft übersehen werden, aber Walter Sansavoir war technisch gesehen
bei den Kreuzzügen der erste Akteur. Gemessen am Datum ist er der erste Kreuzritter auf dem Weg ins Heilige Land. Während die eigentlichen Gestalter des Kreuzzugs sich noch tief in ihrer Planungsphase befanden und sogar Peter der Einsiedler in Köln feststeckte und dort Kapital für die Reise sammelte, preschte der ungeduldige Walter Habenichts vor und brach mit einem Tross aus Abenteuerlustigen in Richtung Byzanz auf. Warum sich hier ein Teil der Menschenmassen absplittete und aus Köln abzog, ist nicht genau geklärt. Ob dies Ungeduld der beteiligten Franzosen um Walter war, während Peter weiterhin noch eine Weile Spenden sammeln und Kreuzfahrer um sich scharen wollte, oder ob Peter und Walter sich direkt darauf geeinigt hatten, dass Walter vorauszieht und Peter später nachfolgt, ist nicht mit Bestimmtheit bekannt. Oder zumindest widersprechen sich hier ein wenig die Autoren. Walter Sansavoir verließ gleich am Ende des Osterfestes Köln, wanderte mit einigen tausend Franzosen den Rhein entlang, bis er auf die Donau stieß. Hier mieteten oder gar beschlagnahmten die Kreuzfahrer einige Schiffe, die sie recht bequem an die ungarische Grenze brachten. Dort trafen sie bereits am 8. Mai ein. Das Königreich Ungarn wurde weniger als 100 Jahre zuvor von Stefan I. gegründet und wurde im Jahr 1001 von Papst Silvester II., über den ich übrigens einige Videos gemacht habe, manche erinnern sich vielleicht, als europäisches Königreich anerkannt. Oft wird gesagt, dass Stefan I. das Reich nach dem Vorbild von Karl dem Großen gestaltete und formte. So war die Außenpolitik Ungarns geprägt von Heiratsverbindungen und einer weitgehend friedlichen Beziehung zu den Nachbarn wie Byzanz, dessen Nordgrenze damals an der Grenze zu Ungarn lag. Sieht man von einigen Scharmützeln und nicht sanktionierten Raubüberfällen ab, scheinen in jenen Jahren die innenpolitischen Probleme Ungarns deutlich gravierender zu sein als seine außenpolitischen Aktivitäten. Der König von Ungarn war damals Koloman genannt, der Buchkundige, also ein Mann, der sich sichtlich eine gewisse Bildung und Besonnenheit zuschrieb. Sieht man davon ab, dass er seinem Bruder Almos und seinem dreijährigen Neffen Béla die Augen ausbrennen ließ, doch das nur am Rande. Auf jeden Fall verstanden die Ungarn, dass die etwas zerrupften Kreuzfahrer, die da den Grenzposten erreichten, unterwegs nach Konstantinopel waren und dass das Beste war, ihnen zügig freien Geleit zu sichern, um sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden. So versorgten sie die kampfeslustigen Pilger und buxierten sie ohne Zwischenfälle nach Süden, sodass Ende Mai die Kreuzfahrer die kleine Grenzstadt Semlin erreichten. Unweit von hier vereinten sich die Save und die Donau. In Sichtweite stand die Stadt Belgrad, zu Deutsch Weißenburg. Belgrad war zu jenem Zeitpunkt byzantinisch. Die Kreuzfahrer befanden sich in Semlin, somit zwar auf ungarischem Boden, doch nur noch eine kurze Bootsfahrt von Byzanz entfernt. Ich möchte hierzu einen Abschnitt von Stephen Runciman vorlesen. Der militärische Befehlshaber von Belgrad sah sich überrumpelt. Er hatte keinerlei Anweisungen erhalten, wie er mit einer solchen Invasion zu verfahren habe. Er entsandte eilends Boten nach Nisch, dem Amtssitz des Statthalters der bulgarischen Provinz, um ihn von Walters Ankunft zu unterrichten. Der Statthalter, ein gewissenhafter, aber unbedeutender Beamter namens Niketas, war ebenfalls ohne Weisung. Er schickte seinerseits einen Boten aus, um die Nachricht so rasch als möglich nach Konstantinopel zu bringen. Inzwischen verlangte Walter in Belgrad Lebensmittel für seine Gefolgsleute. Die Ernte war noch nicht eingebracht und die Garnison konnte nichts erübrigen. Also begannen Walter und seine Truppen, die Umgegend zu plündern. Sein Unmut wurde durch einen unglücklichen Vorfall zu Semlin geschürt, wo 16 seiner Leute, die nicht zusammen mit den übrigen die Save überquert hatten, versuchten, einen Bazar auszurauben. Die Ungarn erwischten sie, nahmen ihnen ihre Waffen und Kleider weg, die sie als Wahrzeichen an den Stadtmauern von Semlin zur Schau aufhängten, und schickten sie nackt nach Belgrad. Als die Plünderungen rings um Belgrad begannen, griff der Befehlshaber zu den Waffen. Im Verlauf der Gefechte wurden mehrere von Walters Leuten getötet und andere in einer Kirche lebendig verbrannt.
Schließlich konnte Walter nach Nisch weiterziehen, wo Niketas ihn freundlich empfing und ihm Verpflegung zur Verfügung stellte, ihn jedoch festhielt, bis er aus Konstantinopel Antwort erhalten hatte. Der Kaiser, der des Glaubens gewesen war, der Kreuzzug werde den Westen nicht vor Maria Himmelfahrt verlassen, sah sich genötigt, seine Vorkehrungen zu beschleunigen. Niketas wurde angewiesen, Walter unter militärischem Geleit weiterzuschicken. Von dieser Eskorte begleitet, setzten Walter und sein Heer ihre Reise in Frieden fort. Anfang Juli gelangten sie nach Philippopel, wo Walters Onkel, Walter von Poissy, starb. Um die Mitte des Monats waren sie in Konstantinopel. Niketas muss von Walter erfahren haben, dass Peter mit einem weit größeren Haufen nicht weit hinter ihm war. Er begab sich folglich hinauf nach Belgrad, um ihn in Empfang zu nehmen, und setzte sich mit dem ungarischen Statthalter von Semlin ins Benehmen. Peter der Einsiedler verließ Köln um den 20. April herum, also über eine Woche später als Walter. Mochte Peter anfangs wenig populär bei den Kölnern gewesen sein, hatte er es in der Zwischenzeit geschafft, allerlei neue Seelen zu rekrutieren. Runciman schätzt die Anzahl der Kreuzfahrer auf 20.000, zurückblieb dennoch ein beachtliches Kontingent, das Volkmar, Gottschalk und Emicher unterstand und erst später losziehen wollte, nachdem sie erst ihre Kriegskasse besser aufgefüllt haben. Peter nahm denselben Weg entlang des Rheins und des Neckar bis zur Donau, wo einige, ähnlich wie Walter Sansevoir, mit Schiffen weiterfuhren. Doch ich vermute, eine solche Masse an Menschen konnte die lokale Binnenschifffahrt ohnehin nicht fassen oder abwickeln. Peter und ein Großteil seiner Leute zogen zu Fuß weiter in Richtung des heutigen Österreichs. Hinter Peter, der auf seinem berühmten Esel saß, wurde ein Karren gezogen, auf dem sich Peters Truhe befand. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits stattlich mit Gold- und Silbermünzen gefüllt. Kurt Frischler schreibt, dass Peters Strategie zwischenzeitlich aufgegangen war und er mit Hilfe eines sogenannten Judenbriefs imstande war, überall entlang des Weges beachtliche Schutzgelder zu kassieren. Im Gegenzug hielt er seine Gefolgschaft davon ab, die Juden zu plündern. Die paar Ritter in seinem Heer, die es sich leisten konnten, ritten zu Pferd, während die breite Masse zu Fuß marschierte. Auf diese Weise schaffte das Heer an guten Tagen bis zu 35 Kilometer zurückzulegen. Von den Chronisten wird diese riesige Menschenmasse als ein endloser Lindwurm beschrieben, der sich seinen Weg durch Dörfer und über Landstraßen schlängelte. So erreichte man schließlich den Neusiedler See und damit die ungarische Grenzstadt Sopron, zu Deutsch Ödenburg. König Koloman empfing Peters Abgesandte mit demselben Wohlwollen, mit dem er bereits Walter auf den Weg geschickt hatte, warnte die Meute aber ausdrücklich, dass jegliches Plündern bestraft wird. Schließlich hatten Walters Leute bei Semlin durchaus geplündert und wurden von dem dortigen Kommandanten bestraft und gedemütigt. Das blieb dem ungarischen König sicherlich nicht verborgen. Peters Schar war nun deutlich größer und die Aussicht auf Übergriffe und Plünderungen durch den Pöbel beunruhigte die Ungarn sicherlich. Man geleitete sie also weiter in Richtung der byzantinischen Grenze quer über den nördlichen Balkan. Entlang des Weges vereinte sich das Heer wieder mit jener Gruppe, die bereits einige Tage zuvor mit den Schiffen über die Donau angekommen war. Am 20. Juni 1096 erreichte Peter der Einsiedler die Grenzstadt Semlin. Heute entspricht diese Stadt einem Viertel im Norden von Belgrad, damals war es eine Festung. Dieses moderne Foto macht aber deutlich, wie man aus der Festung Semlin problemlos bis nach Belgrad sehen konnte. Bis hierher ließ sich Peters Operation als gelungen bezeichnen. Eine ungeheuerliche Menschenmasse hatte in nur wenigen Wochen recht geordnet eine große Entfernung zurückgelegt. Doch die Glückssträhne hatte hier ein Ende. Ich möchte die weiteren Ereignisse bei Stephen Runciman nachlesen, der in unnachahmlicher Weise das Drama jener Tage nachvollzogen hat. Hier begannen die Misslichkeiten. Was sich tatsächlich ereignete, ist nicht klar. Es hat den Anschein, als habe der Statthalter, seiner Herkunft nach ein gutsischer Türke, angesichts des Ausmaßes des Heeres einen Schrecken bekommen. Er versuchte zusammen mit seinem Kollegen jenseits der Grenze die polizeilichen Vorkehrungen zu straffen.
Peters Heerhaufe war bereits argwöhnisch. Er hatte von den Leiden gehört, die Walters Leuten widerfahren waren. Er befürchtete, die beiden Statthalter heckten gemeinsam eine Verschwörung gegen sie aus. Und er war empört über den Anblick der Waffen von Walters 16 Missetätern, die noch immer an den Stadtmauern hingen. Dennoch wäre wohl alles gut gelaufen, wäre es nicht über dem Verkauf eines Paars Schuhe zu einem Streit gekommen. Dieser führte zu einem Aufruhr, welcher sich in eine regelrechte Schlacht verwandelte. Vermutlich entgegen Peters ausdrücklichen Wunsch griffen seine Leute unter Führung Gottfried Burels die Stadt an und es gelang ihnen, die Zitadelle zu erstürmen. 4000 Ungarn wurden getötet und ein großes Vorratslager erbeutet. Sodann machten sie sich in ihrer Angst vor der Rache des ungarischen Königs eilends davon, die Save zu überqueren. Sie schafften sämtliches Holz herbei, dessen sie in den Häusern habhaft werden konnten, um Flöße zu bauen. Niketas, der ihr Vorgehen von Belgrad aus mit Besorgnis verfolgte, versuchte, die Überquerung des Flusses zu überwachen und sie zu nötigen, nur eine bestimmte Furt zu benutzen. Seine Truppen bestanden hauptsächlich aus Petschenegen-Söldnern, auf deren blinden Gehorsam er sich restlos verlassen konnte. Sie wurden in Kähnen in den Fluss hinausgeschickt, um alle Überquerungen außer an der einen festgesetzten Stelle zu verhindern. Niketas selbst, der erkannt hatte, dass er zu wenig Truppen besaß, um mit einer solchen Horde fertig zu werden, zog sich nach Nisch zurück, wo sich das militärische Hauptquartier der Provinz befand. Bei seinem Abzug ließen die Bewohner Belgrads die Stadt im Stich und flüchteten in die Berge. Peters Heer erzwang sich am 26. Juni den Übergang über die Save. Als die Petschenegen versuchten, sich auf eine Übergangsstelle zu beschränken, wurden sie angegriffen. Mehrere der Kähne wurden versenkt und die Soldaten, die sich auf ihnen befanden, gefangen genommen und umgebracht. Das Heer drang nach Belgrad ein, plünderte es von oben bis unten aus und steckte es in Brand. Sodann marschierte es 7 Tage lang durch die Wälder und gelangte am 3. Juli nach Nisch. Peter schickte unverzüglich einen Boten zu Niketas, um Lebensmittel zu verlangen. Niketas hatte Konstantinopel vom herannahen Peters verständigt und wartete auf die Regierungsbeamten und militärischen Begleitmannschaften, die den Heerhaufen aus dem Westen nach der Hauptstadt geleiten sollten. Er verfügte in Nisch über eine starke Garnison, die er noch durch an Ort und Stelle angeworbene Petschenegen und ungarische Söldner verstärkt hatte. Aber wahrscheinlich konnte er keine Leute als Begleitmannschaften für Peter entbehren, solange die Truppen aus Konstantinopel ihm nicht entgegengekommen waren. Andererseits war es untunlich und gefährlich, einem so großen Haufen ein längeres Verweilen in Nisch zu gestatten. Peter wurde daher ersucht, Geiseln zu stellen, während Lebensmittel für seine Leute beschafft wurden, und alsdann so bald als möglich weiterzuziehen. Anfänglich ging alles gut. Gottfried Burel und Walter von Breteuil wurden als Geiseln übergeben. Die einheimische Bevölkerung ließ die Kreuzfahrer nicht nur alle Vorräte aufkaufen, die sie benötigten, sondern mancher gab den ärmeren Pilgern auch Almosen. Einige baten sogar, sich der Pilgerfahrt anschließen zu dürfen. Am nächsten Morgen setzten sich die Kreuzfahrer auf der Straße nach Sofia in Marsch. Indes sie die Stadt verließen, steckten einige Deutsche, die in der vorangegangenen Nacht mit einem Einwohner der Stadt Streit gehabt hatten, mutwillig mehrere Mühlen am Fluss in Brand. Als Niketas dies vernahm, schickte er Truppen aus, um die Nachhut anzugreifen und einige Gefangene zu machen, die er als Geiseln zurückbehalten konnte. Peter ritt auf seinem Esel etwa eine Meile weiter vorn im Zug und wusste nichts von dem Vorfall, bis ein Mann namens Lambert vom Ende des Zugs herangelaufen kam, um ihn zu verständigen. Er ritt eilends zurück, um sich mit Niketas zu besprechen und Lösegeld für die Gefangenen zu vereinbaren. Aber noch während sie verhandelten, verbreiteten sich Gerüchte von Kämpfen und Verrat im übrigen Heer. Eine Truppe von Hitzköpfen machte daraufhin Kehrt und griff die Stadtbefestigungen an. Die Garnison schlug sie zurück und ging zum Gegenangriff über. Während Peter, der hinzugeeilt war, um seine Leute zurückzuhalten, noch versuchte, mit Niketas wieder Verbindung aufzunehmen, bestand ein anderer Trupp darauf, den Angriff zu erneuern.
Daraufhin ließ Niketas seine sämtlichen Streitkräfte auf die Kreuzfahrer los, die vernichtend geschlagen und in alle Winde zersprengt wurden. Viele wurden erschlagen, zahllose andere, Männer, Frauen und Kinder, wurden ohne Unterschied ergriffen und verbrachten ihre restlichen Tage in der Nachbarschaft als Gefangene. Peter büßte unter anderem seine Truhe mit dem Kriegsschatz ein. Er selbst sowie Reinhold von Breis und Walter von Breteuil und einige 500 Mann, im Glauben, dass sie allein mit dem Leben davongekommen seien, flohen eine Berghöhe hinan. Am nächsten Morgen jedoch stießen noch weitere 7000 Versprengte zu ihnen und sie setzten ihren Marsch fort. Bei der verlassenen Stadt Bela Palanka machten sie vorübergehend Halt, um die Ernte einzubringen, da sie nichts mehr zu essen hatten. Hier schlossen sich ihnen noch zahlreiche weitere Nachzügler an. Als sie schließlich weiterzogen, konnten sie feststellen, dass sie etwa ein Viertel ihres Gesamthaufens eingebüßt hatten. An dieser Stelle müssen wir mal den Schauplatz wechseln und uns nach Konstantinopel begeben, an den Hof von Kaiser Alexios. Denn diesen ganzen Ereignissen wohnen allerlei politische Elemente inne, die wir an dieser Stelle ein wenig beleuchten sollten. Erinnern wir uns daran, dass Byzanz im Osten und Frankreich und Italien im Westen letztendlich die Resultate dessen waren, dass einst, viele Jahrhunderte zuvor, das Römische Reich in Ostrom und Westrom zerfallen war. Im Verlauf der Zeit nahm in beiden Sphären, im Osten und im Westen, die Entwicklung des Christentums unterschiedlicher Wege. Durch die Jahrhunderte hindurch ging in der weströmischen Sphäre zunehmend die Kenntnis des Griechischen verloren. Der Aufstieg Karl des Großen und die Entstehung des Fränkischen Reiches war ebenfalls ein weiterer großer Meilenstein der Emanzipation von Westeuropa von der byzantinischen Einflusssphäre. All das fand seinen Höhepunkt im Jahr 1054, also nur 40 Jahre vor unseren Ereignissen hier, in einem Vorgang, den man heute als das große morgenländische Schisma bezeichnet, also die Aufteilung des Christentums in ein westeuropäisches Bekenntnis, das man in der Zukunft Katholizismus nennen würde, und das osteuropäische Bekenntnis, das man in der Zukunft als Orthodoxie bezeichnen würde. Nun ist dies aber vor allem ein katholisches Narrativ. Aus der byzantinischen Sicht handelte es sich dabei um eine Abspaltung, bedingt von einer theologischen Eigenmächtigkeit beim zentralen christlichen Credo. Also ein theologischer Konflikt, der sich bereits seit Jahrhunderten anbahnte, die berühmte Filioque im Credo. Ohne nun allzu tief in postmoderne Vorstellungen abdriften zu wollen, erscheint es mir allerdings beim Lesen entsprechender Texte, dass dies höchstens ein sprichwörtlicher Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte, und dass das eigentliche Schisma freilich mit Einflusssphären zu tun hatte und damit mit der berühmten Frage des Papstprimats. Der Papst hatte in der Kirche das letzte Wort, und zwar ein Papst in Rom. Die byzantinischen Patriarchen hatten damit zunehmend ihre Probleme, denn hier zeichnete sich auch eine römische Monopolstellung der Kirche, während der Sitz in Konstantinopel zunehmend in zweite Reihe rückte. Ost und West rieben sich da seit mindestens 600 Jahren aneinander. 1054 entbrannte alles in einem Streit zwischen Leo IX. Und dem obersten Patriarch Michael I. von Konstantinopel. Gegenseitige Exkommunikationen wurden ausgesprochen und die Kirche spaltete sich in zwei separate Sphären. Nun, von Historikern wird eine solche Vereinfachung häufig kritisiert. Dieser Vorgang war nicht so schlagartig und hatte bereits 220 Jahre zuvor deutlich Konturen angenommen. Für uns an dieser Stelle ist relevant, dass Urban II. Und Kaiser Alexios diese Situation geerbt haben und vermutlich von dem Gedanken beseelt waren, dass ein religiös gespaltenes Europa kaum zu Europas Stärke beiträgt. Ich vermute mal, dass damals in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts niemand angenommen hatte, dass dieses Schisma ein ganzes Jahrtausend dauern würde. Der Gedanke, dies sei etwas, das man über Zeit wieder kitten könnte, wird sicherlich auch damals schon existiert haben.
So gab es bereits in Alexios' Zeit Bemühungen, zum Beispiel die des orthodoxen Erzbischofs Theophylakos von Bulgarien, eine diplomatische Sprache hier zu finden und grundsätzlich in Aussicht zu stellen, dass die Ostkirche unter Umständen damit leben kann, wenn in der römischen Einflusssphäre das Credo in einer leicht abgeänderten Form verwendet würde. Man näherte sich wieder an. Etwas, das Alexios sichtlich befürwortete, denn er hatte einerseits genug mit den Moslems im Süden zu tun und zugleich war da noch die lästige Sache mit den Normannen, die in der südlichen Adria an Byzanz knabberten. Eine deutliche diplomatische Geste dieses Versöhnungsprozesses fand am Rande des Konzils von Piacenza im Jahr 1095 statt, als eine Delegation von Kaiser Alexios sich an Urban II. Wandte mit der Bitte um Hilfe gegen die Seldschuken. Die Männer von Alexios machten Urban deutlich, dass die Ära der Seldschuken zu Ende ging, was wohl auch stimmte. Die byzantinische Position hierbei bestand darin, dass man nun einige strategisch wichtige Schlachten gewinnen musste, um dem Feind endgültig den Rücken zu brechen. Und dies war insbesondere deshalb von dringlicher Wichtigkeit, da der Niedergang der Seldschuken abzusehen war und damit war auch klar, dass irgendwer das Vakuum in der Levante füllen würde. Es war also ratsam, wenn Byzanz hier nicht eine historische Chance verpasste. Zumal das Reich wegen seiner Ausdehnung unentwegt an einem Mangel an Soldaten und Söldnern litt. Viele der byzantinischen Armeeteile zu diesem Zeitpunkt waren allerlei exotische Leute. Wir hatten vorhin über die Petscheneken gesprochen, deren Herkunft irgendwo in der zentralasiatischen Steppe lag. Es gab unter Alexios Befehl aber auch angelsächsische Truppen aus Reitern, die von den Normannen geflohen waren, die nur Jahre zuvor unter Wilhelm dem Eroberer England überrannt hatten. Hatte Alexios sich von der Delegation in Piacenza viel erhofft? Alle Historiker, deren Bücher ich hier konsultiert habe, scheinen sich darin einig zu sein, dass dies zu verneinen sei. Alexios ging davon aus, dass Urban II. Eben als diplomatischen Gegenzug und als eine weitere Geste der Annäherung zwischen den beiden ein sehr überschaubares Kontingent aus Rittern entsenden würde. 80 Reiter. Vielleicht 200. Vermutlich mehr Söldner als Edelleute, bezahlte Krieger, die der byzantinische Kaiser nach Belieben einsetzen konnte. Vielleicht dachte der Kaiser auch daran, sie später mal gegen Normannen aufzustellen, um so den Westen in zusätzliche Verlegenheit zu bringen. Wer weiß, nichts davon ist ja eingetroffen. Als dem Kaiser in Konstantinopel zu Ohren kam, was Urban II. Da alles vom Zaun riss, Heiderwitzka. Er wird sich seinen Teil gedacht haben. Ich spoilere nun ein wenig, wenn ich sage, dass die Bemühungen von Urban und Alexios, dem großen Schisma entgegenzuwirken, auch wegen den Kreuzfahrern gescheitert sind, weshalb unter anderem das Schisma bis heute anhält. Dass durch Urban Konstantinopel zur Hauptsammelstelle aller Kreuzfahrer erklärt wurde, war nicht unbedingt etwas, das der Papst mit Alexios abgesprochen hatte. Der Papst ging wohl grundsätzlich davon aus, dass der Kaiser die Kreuzfahrer willkommen heißen würde. Und auf den ersten Blick sollte das auch kein Problem sein. 500 oder 1000 Mann, gut finanziert, gut genährt, gut organisiert, in freundlicher Gesinnung vor den Toren der riesigen Stadt Konstantinopel, das klang auf dem Papier durchaus unproblematisch. Doch keine dieser Überlegungen bezog die Existenz von Peter von Amiens und seiner Menschenmasse mit ein. Übrigens, nochmal am Rande, wenn ich von Kreuzfahrern spreche, geschieht das aus einer Vereinfachung heraus. Keiner von diesen Leuten in 1096 nannte sich selbst Kreuzfahrer. Diese Terminologie kam erst viel später. Die migrierenden Massen definierten sich als Pilger, als Befreier von Jerusalem, als Streiter Christi. Wenn überhaupt ein theologischer Fachausdruck zum Vorschein kam, dann war es der Begriff Peregrinatio. Ein kirchlich-lateinisches Wort, das ungefähr so viel bedeutet wie ein Leben jenseits des eigenen Ackers, ein Leben in der Fremde. Das zentrale Thema hier war also die Auswanderung, eine Umsiedlung. Das nur zum Verständnis. Für den byzantinischen Kaiser Alexios war die Sache Anlass zu Besorgnis.
Bald schon erreichte ihn die Nachricht, dass sich statt einigen zugesagten Eliteeinheiten ein riesiges fränkisches Heer in Bewegung gesetzt hatte und dass sämtliches Europa zwischen Ungarn und Spanien in vollkommener Aufruhr wegen dieser Sache ist. Alexios war allerdings ein verdammt cooler Player. Er war nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Er begann intensiv die Vorbereitung für die Ankunft der Kreuzfahrer. Er wusste, er würde für ihre Verpflegung aufkommen müssen, aber zugleich auch für die Sicherheit seiner eigenen Leute. Die Franken hatten bei den organisatorisch angehauchten Byzantinern keinen guten Ruf. Sie galten als chaotisch, geldgierig und militärisch unzuverlässig. Ihr Vorteil wurde lediglich in ihrer aggressiven Angriffslust gesehen. Für Konstantinopel waren das noch immer Barbaren. Doch Alexios wusste, dass dieser Prozess nicht mehr angehalten werden kann. So wird er optimistisch die Hoffnung gehegt haben, dass es ihm gelingen würde, ohne besondere Zwischenfälle diese riesige Armee über den Bosporus zu schleusen und damit wie einen gigantischen Hornissenschwarm über der Levante freizusetzen. Und falls dies so gelang, konnte das in der Tat einen ungeheuren Schaden bei den Moslems anrichten und damit Byzanz eine große Verschnaufpause geben. Und das reflektiert vermutlich mehr sein Eigeninteresse als die Frage, wer in Jerusalem herrscht. Doch leider kamen so viele Dinge ganz anders. Der wichtigste Informationsweg, den Alexios zu Westeuropa besaß, ging über Süditalien. Hierin richtete sich sein Augenmerk, denn Urbans Plan sah vor, dass die Ritter entweder bei Brindisi in das heutige Albanien übersetzen oder immerhin über Venedig und Montenegro die Adriaküste an dieselbe Stelle marschieren werden. Die Entscheidung zwischen diesen zwei Wegen hatte viel mit den finanziellen Mitteln der Beteiligten zu tun, denn von allen Belangen der Kreuzfahrt waren die Schiffe möglicherweise die teuerste Komponente und nicht jeder besaß ein so großes Budget. Alexios begann in diesem Sinne, die neu eingerichteten Vorratsspeicher entlang des mazedonischen Reiseweges nach Konstantinopel zu füllen, an der berühmten Via Egnatia. Und Alexios wollte in der Tat, dass gerade die Fürsten und Anführer des Kreuzzugs sich willkommen fühlten. Delegationen wurden zusammengestellt. Im Rang ebenbürtige byzantinische Admiräle und Generäle wurden an die südliche Adriaküste entsandt. Der Kaiser selbst blieb in Konstantinopel, wo alle Informationen zusammenliefen. Er wusste, dass die Franken am 15. August aufbrechen würden. Er wusste recht genau, wie lange die ersten Truppenschiffe brauchen würden, um in Montenegro an die Balkanküste überzusetzen. Tja, ihr könnt euch vielleicht den Schock und die Verstörung ausmalen, die durch den Kaiserpalast raste, als der Monarch bereits Ende Mai durch einen atemlosen Boten erfuhr, dass ganz woanders, im Norden an der ungarischen Grenze, gigantische Menschenmassen die Save überwunden hatten und sich auf dem Weg nach Konstantinopel befanden. Und was noch schwerer wog, die Berichte über dieses Heer waren sehr beunruhigend. Dies waren keine Ritter, Reiter und Bogenschützen, angeführt von namhaften Aristokraten. Dies war eine undurchsichtige, überwiegend zivile Meute aus Haudegen, Bettlern und Abenteurern, aus religiös inbrünstigen Leuten, die singend hinter einem Bettelmönch auf einem Esel marschierten und nur wenig Gedanken an den kommenden Tag verschwendeten. Nun galt es schnell zu reagieren, und doch wird sich Alexios gedacht haben, dass die Chancen, diese Sache glatt und glimpflich abzuwickeln, zunehmend dahinschwanden. Was einige Jahre zuvor als eine Art multidimensionales Schachspiel begonnen hatte, mit dem Ziel, den Osten und den Westen wieder anzunähern, die Seldschuken zu vertreiben und die Normannen an die Kandare zu nehmen, drohte Byzanz ins Gesicht zu explodieren. Wie bereits bei Stephen Runciman gelesen, erreichte Peter von Amiens am 12. Juli die Stadt Sofia. Peter wäre nicht überrascht gewesen, wenn dort die schwer bewaffnete byzantinische Armee auf sie gewartet hätte, um sie komplett aufzureiben. Er wusste genau, was sie alles angerichtet haben. Doch zu seiner Überraschung warteten dort Abgesandte des Kaisers auf ihn, die ihm offiziell mitteilten, dass der Kaiser den Pilgern freies Geleit sicherte und für ihre Verpflegung aufkommen würde. Die einzige Bedingung bestand darin, dass die Menschenmassen in Bewegung blieben und nirgendwo länger als 3 Tage rasteten. Und die Griechen standen den fränkischen und deutschen Pilgern nicht ablehnend gegenüber. In Philippopolis waren sie sogar so gerührt, dass sie unaufgefordert Nahrungsmittel zusammentrugen, um sie den Reisenden zu überreichen.
Zwei Tage vor Adrianopolis erwartete Peters Gruppe eine neue kaiserliche Gesandtschaft und überbrachte Peter die Botschaft, dass der byzantinische Kaiser den Franken ihre Übergriffe verziehen hat. Peter soll bei dieser Neuigkeit in Tränen ausgebrochen sein, sah er sich vermutlich schon auf einem Galgen. Am 1. August 1096 erreichte Peters noch immer riesige Gruppe die Tore von Konstantinopel. Der Kaiser war angeblich sehr neugierig, den berühmten Anführer der Pilger kennenzulernen, und sandte nach Peter zu einer Audienz bei seinem Hof. Hier unterhielten sich die beiden und Alexios stellte wohl viele Fragen. Er gab Peter allerlei Ratschläge und sicherte ihm weiteres Geld zu. Walter Sans Savoir befand sich zu diesem Zeitpunkt längst in Konstantinopel und so gab es ein Wiedersehen der beiden Reisegruppen. Die Pilgerschar schwoll damit erneut zu einer sehr bedrohlich anmutenden Menschenmasse an. Runciman macht deutlich, dass der kriegserfahrene Kaiser von der zerrupften Gurkentruppe sichtlich unbeeindruckt war. Er fürchtete, dass die Türken, all diese Menschen, betraten sie erstmal Asia Minor, einfach nur aufreiben und massakrieren würden. Doch er verstand auch, welche Gefahr von dieser riesigen und teilweise undisziplinierten Horde ausging, blieb sie zu lange vor Byzanz. So war es ihm doch auch ein Anliegen, alles nur Mögliche dafür zu tun, dass die Pilger schnell ausruhten und gespeist wurden, um sie unverzüglich über den Bosporus auf die asiatische Seite zu schiffen. Den Pilgern war zwar das Betreten der Stadt verboten, sie mussten vor den Toren kampieren, nur kleine Gruppen durften mit Genehmigung eine Art Sightseeing-Tour durch das Stadtzentrum unter Aufsicht von Stadtführern absolvieren. Doch befanden sich jenseits der Stadtmauern allerlei Sommervillen und Teilzeitdomizile der Reichen und die Straftaten begannen binnen einiger Tage. Die Westler brachen in die Villen von betuchten Byzantinern ein und wurden sogar dabei erwischt, wie sie Blei von den Kirchendächern stahlen. So fand bereits am 6. August die große Überfahrt statt, in die vermutlich jedes fahrtüchtige Schiff des Hafens eingebunden war. Bei dem Anblick der über den Bosporus langsam schwindenden Menschenmassen dürfte Alexios ein großer Stein vom Herzen gefallen sein. Er hatte zuvor noch dringlichst auf Peter und Walter Sans Savoir eingeredet, keine Kampfhandlungen oder Plünderungen auszuführen und lieber geduldig die Füße stillzuhalten, bis die professionelle Armee von Raymond de Toulouse und Gottfried von Bouillon, Robert von Flandern und Bohemund von Tarent eintraf. Peter soll sich das angeblich zu Herzen genommen haben. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass zu diesem Zeitpunkt Peters Charisma weitgehend am Verblassen war. Seine Kontrolle über die Menschenmassen schwand zunehmend und wurde durch allerlei Schreihälse und Akteure ersetzt. So zogen gleich nach der Ankunft auf der asiatischen Seite unterschiedliche Truppen und Volkshaufen los und verbreiteten unter irgendwelchen Landwirten Angst und Schrecken. Die Menschenmasse zog nach Nikomedia, das damals weitgehend eine Geisterstadt war, da es 15 Jahre zuvor die Türken vollständig verwüstet haben. Hier, so beschreibt es Stephen Runciman, kam es zu einem Zerwürfnis zwischen den Franzosen auf der einen Seite und den Deutschen und Italienern auf der anderen Seite. Was irgendwie befremdlich vertraut klingt, aber das nur am Rande. Die Deutschen und die Italiener sagten sich geradeaus von Peter von Amiens los und kürten einen Mann namens Reinhold zu ihrem neuen Anführer. Und auch unter den Franzosen war Peters Stern im Sinken, während der bereits genannte Kreuzfahrer namens Gottfried Burrell zunehmend an Macht gewann. Das riesige, mehr von einer Art Schwarmintelligenz als von einzelnen Generälen gelenkte Heer verlagerte sich weiter südlich vor die Festung Siveto, die im Griechischen eigentlich Kibotos heißt und die ein Versorgungsvorposten der nahen Stadt Helenopolis war. Heute befindet sich dort ein türkisches Dorf namens Hersek. Hier besaß Alexios eine Garnison aus angelsächsischen Söldnern. Für Alexios befand sich hier ein strategisch günstiger Anlegepunkt für Versorgungsschiffe aus Konstantinopel. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Küstengebiet entlang des Marmarameers noch immer byzantinisches Gebiet war, doch je mehr man ins Landesinnere nach Anatolien drang, desto mehr verlagerte man sich in das türkisch besetzte Gebiet. Ich lese hierzu wieder eine Passage bei Stephen Runciman. Anstatt in Ruhe ihre Kräfte zu sammeln, wetteiferten sowohl die Deutschen und Italiener unter Reinhold als auch seine eigenen Franzosen, die anscheinend Gottfried Burrell den Haupteinfluss eingeräumt hatten, miteinander in fortgesetzten Raubzügen ins umliegende Land.
Zuerst plünderten sie die unmittelbare Nachbarschaft aus. Dann drangen sie vorsichtig auf türkisch besetztes Gebiet vor, unternahmen Überfälle und raubten die Dorfbewohner aus, die sämtlich griechische Christen waren. Mitte September wagten sich einige tausend Franzosen sogar bis zu den Stadttoren von Nikäa, der Hauptstadt des Seldschuken-Sultans Kilic Arslan ibn Suleiman. Sie plünderten und verwüsteten die Vororte, trieben das Vieh und die Herden weg und misshandelten und massakrierten die christlichen Einwohner auf grausamste und fürchterlichste Weise. Man sagt ihnen nach, sie hätten kleine Kinder am Spieß gebraten. Eine aus der Stadt entsandte Abteilung türkischer Truppen wurde nach heftigem Gefecht zurückgeschlagen. Sodann kehrten sie nach Siveto zurück, wo sie ihre Beute an ihre Kameraden und die griechischen Seeleute im Lager verkauften. Dieser einträgliche Raubzug der Franzosen erregte die Eifersucht der Deutschen. Gegen Ende September machte sich Reinhold mit einem Haufen von etwa 6000 Deutschen, darunter auch Priestern und selbst Bischöfen, auf den Weg. Sie marschierten über Nikäa hinaus, plünderten und raubten unterwegs, übten jedoch mehr Nachsicht als die Franzosen und verschonten die Christen, bis sie zu einer Burg namens Xerigordon kamen. Es gelang ihnen, sie zu erobern, und da die Festung mit Vorräten jeglicher Art wohl versorgt war, planten sie, sie zu einem Stützpunkt für Raubzüge ins umliegende Land zu machen. Der Sultan sandte, sobald er von dem Handstreich der Kreuzfahrer vernahm, einen hohen militärischen Befehlshaber an der Spitze einer großen Streitmacht aus, um die Burg zurückzuerobern. Xerigordon lag auf einer Anhöhe. Sein Wasser kam von einem Brunnen knapp außerhalb der Festungsmauern und einer Quelle im Tal. Das türkische Heer traf am St. Michaelstag, dem 29. September, vor der Festung ein, schlug einen Überfall Reinholds aus dem Hinterhalt ab, setzte sich in den Besitz von Brunnen und Quelle und hielt die Deutschen in der Burg selbst fest eingeschlossen. Der Durst trieb die Belagerten bald zur Verzweiflung. Sie versuchten, Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu saugen, sie schnitten die Adern ihrer Pferde und Esel auf, um ihr Blut zu trinken, sie tranken gar untereinander ihren eigenen Urin. Ihre Priester bemühten sich vergeblich, ihnen Trost und Mut zuzusprechen. Nach 8 Tagen tödlicher Qualen beschloss Reinhold, sich zu ergeben. Er öffnete dem Feind die Tore, nachdem er ein Versprechen erhalten hatte, man werde ihn am Leben lassen, wenn er dem Christentum abschwörte. Alle, welche dem Glauben treu blieben, wurden hingemetzelt. Reinhold und jene, die gleich ihm abschworen, wurden nach Antiochia und Aleppo und weit hinein nach Khorasan in die Gefangenschaft verschleppt. Die Kunde von der Eroberung Xerigordons durch die Deutschen hatte das Feldlager zu Siveto Anfang Oktober erreicht. Ihr folgte ein von 2 türkischen Speern in Umlauf gesetztes Gerücht, wonach die Deutschen sogar Nikäa selbst erobert hatten und die Beute untereinander aufteilten. Wie die Türken erwartet hatten, rief diese Nachricht im Heerlager wilde Aufregung hervor. Die Soldaten verlangten stürmisch, eilends nach Nikäa ziehen zu dürfen, und zwar über Straßen, die der Sultan sorgfältig mit Hinterhalten belegt hatte. Ihre Führer hatten große Mühe, sie zurückzuhalten, bis sich plötzlich die Wahrheit über das Schicksal der Expedition Reinholds herausstellte. Jetzt schlug die Aufregung in Panik um. Die Heerführer traten zusammen, um zu beraten, was als nächstes zu tun sei. Peter war nach Konstantinopel gereist. Seine Befehlsgewalt über das Heer war dahin. Er hoffte, sie durch gewichtige materielle Hilfeleistung vom Kaiser neu zu stärken. Im Heer machte sich eine Stimmung geltend, auszuziehen und Xerigordon zu rächen. Aber Walter Saint-Savoir bewog seine Genossen, bis zur Rückkehr Peters zu warten, der binnen 8 Tagen eintreffen sollte. Peter kehrte jedoch nicht zurück. Und inzwischen kam Kunde, die Türken rückten in voller Stärke gegen Siveto heran. Der Heeresrat trat neuerlich zusammen. Die Verantwortungsbewussteren unter den Führern, Walter Saint-Savoir, Reinhold von Bre, Walter von Breteuil und Fulk von Orléans sowie die Deutschen Hugo von Tübingen und Walter von Teck waren auch weiterhin dafür, bis zur Rückkehr Peters nichts zu unternehmen. Aber Gottfried Burrell, gestützt auf die allgemeine Ansicht im Heer, beharrte darauf, dass es feige und töricht sei, nicht gegen den Feind vorzurücken. Er setzte sich durch. Im Morgengrauen des 21. Oktober zog das gesamte Kreuzfahrerheer, über 20.000 Mann an der Zahl, aus Siveto aus und ließ nur die alten Männer
Frauen, Kinder und Kranken zurück. Kaum 3 Meilen vom Feldlager entfernt, bei einem Dorf namens Drakon, wo die Straße nach Nikäa in ein enges, waldiges Tal eintrat, lagen die Türken im Hinterhalt. Lärmend und sorglos, die Ritter zu Pferd voran, zogen die Kreuzfahrer einher. Unversehens brach ein Hagel von Pfeilen aus dem Wald hervor und tötete und lähmte die Pferde. Während die Rösser noch wild durcheinander stoben und ihre Reiter abwarfen, griffen die Türken an. Die Berittenen, von den Türken bedrängt, wurden auf das Fußvolk zurückgeworfen. Viele der Ritter kämpften mit großer Tapferkeit, aber sie vermochten der Panik, welche das Heer ergriff, nicht Herr zu werden. Binnen weniger Minuten befand sich der gesamte Heerhaufe in wilder Unordnung auf der Flucht zurück nach Siveto. Dort hatte im Feldlager das übliche Tagewerk gerade begonnen. Manche der älteren Leute schliefen noch auf ihren Lagerstätten. Hier und dort zelebrierte ein Priester die Frühmesse. In sie hinein brach eine Horde schreckerfüllter Fliehender, denen der Feind hart auf den Fersen war. Es kam zu keinem wirklichen Widerstand. Soldaten, Frauen und Priester wurden niedergemetzelt, noch ehe sie Zeit hatten, sich von der Stelle zu rühren. Einige entflohen in die umliegenden Wälder, andere ins Meer, aber nur wenige entkamen. Wieder andere verteidigten sich kurze Zeit lang, indem sie Feuer anzündeten, die der Wind den Türken ins Gesicht blies. Nur junge Knaben und Mädchen, deren Äußeres den Türken gefiel, wurden am Leben gelassen, sowie einige Gefangene, die ergriffen wurden, nachdem die erste Hitze des Gefechts vorüber war. Sie wurden in die Sklaverei verschickt. Einigen 3000, die mehr Glück hatten als die übrigen, gelang es, ein altes Schloss am Meeresstrand zu erreichen. Es war seit langem unbewohnt und hatte weder Tür noch Fenster mehr. Aber die Fliehenden mit der Kraft der Verzweiflung richteten aus dem umherliegenden Holz improvisierte Befestigungen auf, die sie mit Knochen verstärkten und waren solcher Art imstande, die Angriffe des Feindes abzuschlagen. Das Schloss hielt aus, aber anderwärts auf der Wallstadt war zur Mittagsstunde alles vorüber. Vom Bergpass zu Drakon bis zum Meeresstrand bedeckten die Leichen der Erschlagenen die Erde. Walter Saint-Savoir, Reinhold von Bré, Fulk von Orléans, Hugo von Tübingen, Walter von Teck, Konrad und Albert von Zimmern und manch anderer deutscher Ritter waren unter den Gefallenen. Die einzigen überlebenden Führer waren Gottfried Burrell, dessen Hitzköpfigkeit das Unheil heraufbeschworen hatte, Walter von Breteuil, Wilhelm von Poissy, Heinrich von Schwarzenberg, Friedrich von Zimmern und Rudolf von Brandis, die fast ohne Ausnahme schwer verwundet waren. Bei Einbruch der Dämmerung gelang es einem Griechen, der sich beim Heer befunden hatte, ein Boot aufzutreiben und nach Konstantinopel zu segeln, um Peter und dem Kaiser von der Schlacht zu berichten. Wie Peter die Nachricht aufnahm, wissen wir nicht. Alexios jedoch befahl einigen Kriegsschiffen mit starken Truppenverbänden an Bord unverzüglich nach Siveto in See zu stechen. Beim Eintreffen des byzantinischen Schlachtschiffgeschwaders hoben die Türken die Belagerung des Schlosses auf und zogen sich landeinwärts zurück. Die Überlebenden wurden an Bord genommen und nach Konstantinopel zurückgebracht. Dort gab man ihnen in den Vororten Unterkunft, aber ihre Waffen wurden ihnen abgenommen. Der Kreuzzug des Volkes war zu Ende. Er hatte viele Tausende von Menschenleben gekostet. Er hatte die Langmut des Kaisers und seiner Untertanen auf eine harte Probe gestellt. Und er hatte gelehrt, dass der Glaube allein, ohne Klugheit und Selbstbeherrschung, die Straße nach Jerusalem nicht zu öffnen vermochte. An dieser Stelle möchte ich mal kurz innehalten. Denn was ich hier gelesen habe, beschreibt die erste kriegerische Begegnung zwischen Kreuzfahrern und der ominösen Gegenseite, um die es hier in Wirklichkeit die ganze Zeit geht, die Moslems, der Islam. Und hier am Anbeginn der Ereignisse hatte dieser Haufen aus verrückten und blutrünstigen Pilgern und Außenseitern einfach keine Chance gegen eine professionelle sarazenische Armee. Das würde sich bald ändern mit der Ankunft der eigentlichen Kreuzritter. Ich möchte aber an dieser Stelle das Schachbrett sozusagen um 180 Grad drehen und die andere Perspektive erzeugen. Und die Sekundärliteratur ist hier nicht so zahlreich, sozusagen der erste Kreuzzug aus der Sicht der damaligen Türken und Araber.
Ich habe hier zwei Bücher vorliegen, die sich beide einer starken Anerkennung erfreuen. Das eine Buch stammt von Aziz S. Atiya mit dem Titel Kreuzfahrer und Kaufleute, die Begegnung von Christentum und Islam. Das andere Buch stammt von Amin Maluf und heißt Der heilige Krieg der Barbaren, die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber. Aus dieser äußerst spannenden Lektüre möchte ich einige Seiten vorlesen. In diesem Jahr vermehrten sich die Nachrichten über das Erscheinen fränkischer Truppen, die in großer Zahl vom Marmara-Meer her anrückten. Die Menschen bekamen Angst. Diese Nachrichten wurden von Kilic Arslan bestätigt, dessen Land den Eindringlingen am nächsten lag. König Kilic Arslan, von dem Ibn al-Kalanisi hier berichtet, war bei Auftauchen der Franken noch keine 17 Jahre alt. Der junge türkische Sultan, dessen Augen eine leichte Mongolenfalte aufwiesen, war der erste islamische Herrscher, der von ihrem Anrücken erfuhr. Er sollte auch der erste sein, der ihnen eine Niederlage zufügte, aber auch der erste, der von den furchterregenden Rittern geschlagen wurde. Schon im Juli 1096 erfuhr Kilic Arslan, dass ein riesiger Zug von Franken auf Konstantinopel zumarschierte, und sofort befürchtete er das Schlimmste, obwohl er natürlich keine Ahnung von den wahren Intentionen der Krieger hatte. Ihr Erscheinen im Orient lässt ihn jedoch nichts Gutes ahnen. Das von ihm beherrschte Sultanat erstreckt sich über einen großen Teil Kleinasiens, ein Gebiet, das die Türken soeben den Griechen abgenommen hatten. Der Vater Kilic Arslans, Süleyman, war nämlich der erste Türke, der sich dieses Gebietes bemächtigt hatte, das sich viele Jahrhunderte später Türkei nennen sollte. In Nikäa, der Hauptstadt des jungen muslimischen Staates, gab es immer noch mehr byzantinische Kirchen als Moscheen, und wenn die Garnison auch aus türkischen Kriegern bestand, so war doch der größte Teil der Bevölkerung griechisch, und Kilic Arslan machte sich kaum Illusionen über die wahren Gefühle seiner Untertanen. Für sie würde er immer der Anführer einer Horde Barbaren bleiben. Der einzige Herrscher, den sie anerkannten, dessen Namen sie flüsternd in all ihre Gebete einschlossen, war Basileus Alexios Komnenos, römischer Kaiser. Eigentlich war er eher Kaiser der Griechen, die sich zu Erben des Römischen Reiches erklärt hatten, was die Araber anerkannten, die im 11. Jahrhundert wie im 20. Jahrhundert die Griechen Römer nannten. Das Gebiet, das der Vater Kilic Arslans auf Kosten des griechischen Reiches erobert hatte, wurde sogar als Rum-Sultanat bezeichnet. Alexios war zu jener Zeit eine der berühmtesten Gestalten des Orients. Der 50-Jährige, von kleinem Wuchs, mit gepflegtem Bart und von Spottlust blitzenden Augen, in kostbare blaue Gewänder gekleidet und reich mit Gold geschmückt, übte eine starke Faszination auf Kilic Arslan aus. Er war es, der über Konstantinopel, das märchenhafte Byzanz, herrschte, das keine 3 Tagesmärsche von Nikäa entfernt war. Diese Nachbarschaft löste bei dem jungen Sultan gemischte Gefühle aus. Wie alle Nomadenkrieger träumte er von Eroberung und Plünderung, und so missfiel es ihm keineswegs, die sagenhaften Reichtümer von Byzanz in Reichweite zu wissen. Gleichzeitig fühlte er sich jedoch bedroht, denn er wusste nur zu gut, dass Alexios keineswegs die Hoffnung aufgegeben hatte, Nikäa zurückzuerobern. Dies nicht nur, weil die Stadt immer griechisch gewesen war, sondern auch, weil die Anwesenheit türkischer Krieger in unmittelbarer Nähe von Konstantinopel eine andauernde Bedrohung des Reiches darstellte. Wenn auch die byzantinische Armee, die seit Jahren durch innere Krisen geschwächt war, alleine keinen Rückeroberungskrieg aufnehmen konnte, so wusste doch jeder, dass Alexios jederzeit auf fremde Hilfe rechnen konnte. Die Byzantiner hatten es nie verschmäht, auf die Hilfe abendländischer Krieger zurückzugreifen. Als schwer bewaffnete Söldner oder als Pilger auf dem Weg nach Palästina waren die Franken überall im Orient zu finden, und so waren sie auch 1096 den Muslims keineswegs unbekannt. 20 Jahre zuvor, Kilic Arslan war damals noch nicht geboren, aber die alten Emire seines Heeres hatten es ihm erzählt, war einer dieser blondhaarigen Eroberer, ein gewisser Roussel de Bailleul, dem es gelungen war, einen autonomen Staat in Kleinasien zu gründen, sogar gegen Byzanz marschiert.
In ihrer Not war den Byzantinern keine andere Wahl geblieben, als sich an Kilic Arslans Vater zu wenden, der seinen Ohren nicht trauen wollte, als ein Bote des Basileus ihn um seine Hilfe anflehte. Die türkischen Reiter hatten sich dann tatsächlich nach Byzanz aufgemacht und Roussel geschlagen. Suleiman war dafür reichlich mit Pferden, Gold und Land belohnt worden. Seitdem hüteten sich die Byzantiner vor den Franken. Allein das kaiserliche Heer verfügte nie über genügend erfahrene Krieger und war auf Söldner angewiesen. Und es gab nicht nur Franken, sondern auch viele türkische Krieger unter den Fahnen des christlichen Kaiserreiches. Eben durch diese im kaiserlichen Heer dienenden Landsleute erfährt Kilic Arslan im Juli 1096, dass sich Tausende von Franken auf Konstantinopel zu bewegen. Die Beschreibung, die seine Informanten geben, verblüfft ihn. Diese Menschenströme aus dem Abendland haben gar keine Ähnlichkeit mit den Söldnern, die man üblicherweise sieht. Es sind wohl einige hundert Ritter und zahlreiches bewaffnetes Fußvolk dabei, aber auch tausende zerlumpter Frauen, Kinder und Greise, als sei ein ganzes Volk aus seinem Land vertrieben worden. Es heißt, sie trügen alle ein Kreuz aus Stoffstreifen auf dem Rücken genäht. Der junge Sultan, der die Gefahr schwer abschätzen kann, befiehlt seinen Speern doppelte Wachsamkeit. Sie sollen ihn ständig über das Tun und Treiben dieser neuen Eindringlinge auf dem Laufenden halten. Vorsichtshalber lässt er die Befestigungen von Nikäa überprüfen. Die mehr als 6000 Meter lange Mauer ist mit 240 Türmen bewehrt und im Südwesten bildet der Askanoa-See einen hervorragenden natürlichen Schutz für die Stadt. Aber in den ersten Augusttagen vergrößert sich die Gefahr. Die Franken durchqueren den Bosporus, wobei ihnen byzantinische Schiffe Geleitschutz geben und bewegen sich, trotz der glühenden Sonne, an der Küste entlang vorwärts. Überall verkünden sie lautstark, dass sie gekommen sind, die Muslims auszurotten, was sie jedoch nicht hindert, mehr als eine griechische Kirche in Flammen aufgehen zu lassen. Es heißt, ihr Anführer sei ein Eremit namens Pierre. Die Kundschafter schätzen ihre Zahl auf einige Zehntausende, wohin sie jedoch ziehen, weiß niemand zu sagen. Es heißt, Kaiser Alexios wollte sie in einem Lager unterbringen, das er kurz vorher für andere Söldner in Civito, weniger als einen Tagesmarsch von Nikäa entfernt, hatte einrichten lassen. Im Sultanspalast herrscht ein fieberhaftes Treiben. Die türkischen Reiter halten sich bereit, jeden Augenblick aufzusitzen und loszupreschen, während um sie herum ein ständiges Kommen und Gehen von Spähern und Kundschaftern ist, denn auch die geringste Bewegung der Franken wird beobachtet. Es wird berichtet, dass Scharen von mehreren tausend Menschen jeden Morgen das Lager verlassen, um sich in der Umgebung zu versorgen, wobei Bauernhöfe geplündert und auch angezündet werden. Nach der Rückkehr nach Civito streiten sich die einzelnen Gruppen um die Beute. Über all dies wundern sich die Krieger des Sultans nicht sonderlich und auch der Herrscher selbst zeigt sich keineswegs beunruhigt. Dies hat nun schon einen Monat angedauert, als die Franken plötzlich gegen Mitte September ihr Benehmen ändern. Da sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft wahrscheinlich keine Verpflegung mehr finden, sind sie in Richtung Nikäa aufgebrochen. In den Dörfern, durch die sie kommen, alle christlich wohlgemerkt, bemächtigen sie sich der frisch eingefahrenen Ernte, wobei sie die Bauern, die sich ihnen zu widersetzen versuchen, mitleidlos niedermachen. Man hört, dass sogar kleine Kinder lebendig verbrannt worden seien. Kilic Arslan war nicht vorbereitet. Als ihn die ersten Nachrichten erreichten, befanden sich die Angreifer schon vor der Stadtmauer. Und noch bevor die Sonne im Zenit stand, sahen die Bewohner von Nikäa Rauch aufsteigen. Der Sultan schickte sofort Reiter aus, die jedoch auf die Franken stießen, von deren Übermacht überwältigt und niedergemetzelt wurden. Nur einige wenige Überlebende kehrten blutüberströmt nach Nikäa zurück. Da Kilic Arslan sein Ansehen bedroht sah, wollte er sofort die Schlacht beginnen. Seine Emire rieten ihm jedoch davon ab, da die Nacht bald hereinbrechen würde und die Franken schon begannen, sich in ihr Lager zurückzuziehen. Die Rache konnte noch warten. Dies sollte nicht allzu lange dauern, denn zwei Wochen später erschienen die Franken erneut. Der Erfolg hatte sie anscheinend kühn gemacht. Diesmal war Arslan frühzeitig unterrichtet worden und verfolgte ihren Vormarsch Schritt für Schritt. Ein fränkischer Heereszug, zu dem zwar einige Reiter gehörten, dessen größter Teil aber aus zerlumpten Plünderern bestand, bewegte sich auf Nikäa zu.
umging die Stadt dann aber und zog ostwärts, wo er sich durch einen Überraschungsangriff der Festung Xerigordon bemächtigte. Nun entscheidet sich der junge Sultan. An der Spitze seiner Männer sprengt er zu der kleinen Festung, wo sich die Franken in ihrem Siegestaumel betrinken und keine Ahnung davon haben, dass ihr Schicksal schon besiegelt ist. Xerigordon kann leicht zu Falle werden, was die Krieger Arslans wissen, was die unerfahrenen Fremden aber nicht bemerkt hatten. Die Wasserversorgung befindet sich nämlich ziemlich weit weg, außerhalb der Stadtmauern. Im Handumdrehen haben die Türken den Zugang versperrt. Nun brauchen sie die Festung nur zu umzingeln und sich nicht mehr von der Stelle zu rühren. Das Übrige erledigt der Durst. Für die Belagerten beginnt nun ein qualvolles Leiden. Sie müssen das Blut ihrer Pferde und ihren eigenen Urin trinken. Man kann schon Anfang Oktober beobachten, wie sie verzweifelt nach ein paar Regentropfen Ausschau halten, vergebens. So nimmt der Anführer des Zuges, ein Ritter Renaud, nach einer Woche die Kapitulation an, gegen die Zusicherung, dass Leib und Leben gewahrt bleiben. Kilic Arslan, der verlangt hatte, dass die Franken öffentlich ihrer Religion abschwören, ist nicht wenig erstaunt, als Renaud nicht nur bereit ist, zum Islam überzutreten, sondern auch an der Seite der Türken gegen seine eigenen Gefährten zu kämpfen. Mehrere seiner Genossen, die sich den gleichen Bedingungen gefügt haben, werden als Gefangene in syrische und mittelasiatische Städte geschickt. Der Rest muss über die Klinge springen. Wenn der Sultan auch stolz auf seinen Sieg ist, so behält er doch einen kühlen Kopf. Er gesteht zwar seinen Soldaten die übliche Frist zum Teilen der Beute zu, ruft sie jedoch schon am nächsten Tag wieder zusammen. Gewiss haben die Franken an die 6000 Leute verloren, aber die Zahl der übrig gebliebenen ist immer noch 6-mal so groß und die Gelegenheit, sich ihrer zu entledigen, bietet sich jetzt oder nie. Er greift zu einer List. 2 Spione, Griechen, werden in das Lager von Siveto geschickt, um das Gerücht zu verbreiten, dass die Männer Renauds in bester Verfassung seien und dass sie sich Nikeas bemächtigt hätten, dessen Reichtümer sie jedoch nicht mit ihren Glaubensgenossen zu teilen gedächten. In der Zwischenzeit konnten die Türken einen Hinterhalt vorbereiten, zumal das sorgfältig vorbereitete Gerücht im Lager von Siveto die erwünschte Verwirrung stiftete. Die Menschen rotten sich zusammen, empören sich über Renaud und seine Gefährten und sogleich wird der Entschluss gefasst, sofort aufzubrechen, um an der Plünderung von Nikea teilzuhaben. Da aber erscheint plötzlich völlig unverhofft einer, der aus Xerigordon entkommen ist und berichtet den wahren Sachverhalt. Die Spione Kilic Arslans glauben schon, ihren Auftrag verfehlt zu haben, da die Klugen unter den Franken Ruhe predigen. Nachdem jedoch die erste Verblüffung gewichen ist, greift die Unruhe wieder um sich. Die Menge tobt und schreit, alle wollen sofort aufbrechen, nun nicht mehr um zu plündern, sondern um die Opfer zu rächen. Wer zögert, wird als Feigling abgestempelt und zu guter Letzt obsiegen die Hitzköpfe und der Abmarsch wird für den nächsten Tag festgesetzt. Die Spione des Sultans, dessen List zwar durchkreuzt, dessen Ziel aber dennoch erreicht worden war, triumphieren und senden ihrem Herrn die Botschaft, dass er sich zum Kampf rüsten soll. So verlassen die Franken am 21. Oktober 1096 bei Tagesanbruch das Lager von Siveto. Kilic Arslan ist schon in der Nähe. Er hat die Nacht in den Hügeln um Siveto verbracht. Seine gut getarnten Leute sind alle an ihrem Platz. Er selbst kann von seinem Standort aus den Heerwurm der Franken sehen, der sich in einer Staubwolke vorwärts wälzt. Er wird angeführt von ein paar hundert Reitern, von denen die meisten ohne Rüstung sind und denen eine unzählige Menge bunt zusammengewürfelten Fußvolks folgt. Sie sind noch keine Stunde marschiert und schon dringen ihre Rufe bis zum Sultan, aber die hinter ihm aufgehende Sonne blendet sie. Arslan hält den Atem an, gibt seinen Emiren das Zeichen, sich bereit zu halten. Der entscheidende Augenblick ist gekommen. Ein kaum merkliches Zeichen, hier und dort ein geflüsterter Befehl und die Schützen spannen langsam ihre Bögen. Und dann schwirren auf einen Schlag 1000 Pfeile durch die Luft. Die meisten Reiter sinken schon während der ersten Minuten getroffen zu Boden und dann kommt das Fußvolk an die Reihe. Als es zum Kampf Mann gegen Mann kam, war das Heer der Franken schon in Auflösung begriffen. Die Krieger, die sich am Ende des Heerzuges befanden, gaben Fersengeld und liefen ins Lager zurück, wo der Trost zum Teil noch schlief. Ein alter Priester las die Morgenmesse, die Frauen bereiteten Essen zu.
die Ankunft der Flüchtigen, denen die Türken auf den Fersen folgten, verbreitete Furcht und Schrecken. Die Franken fliehen in alle Richtungen, einige versuchen, sich in die nahen Wälder zu retten, werden aber schnell eingeholt. Andere sind klüger und verschanzen sich in einer nicht verlassenen Festung, deren Rückseite ans Meer grenzt. Da der Sultan kein unnötiges Risiko eingehen wollte, verzichtete er auf eine Belagerung. Die schnell benachrichtigte byzantinische Flotte holte die Franken ab und so kamen etwa 2.000 bis 3.000 davon. Pierre der Eremit, der sich seit einigen Tagen in Konstantinopel aufhielt, kam auf diese Weise auch mit dem Leben davon. Aber seine Genossen hatten weniger Glück. Die jüngsten Frauen wurden von den Reitern des Sultans an die Emire verteilt oder auf den Sklavenmärkten verkauft. Einigen jungen Männern erging es ebenso. Aber die übrigen, an die 20.000 Franken, kamen alle ums Leben. Kilic Arslan kann sich vor Freude kaum halten. Er hat dieses Frankenheer, das als so furchterregend galt, bezwungen und seine eigenen Verluste sind unbedeutend. Beim Anblick der riesigen Beute, die ihm zu Füßen liegt, glaubt er, seinen schönsten Sieg errungen zu haben. Und dennoch, nur selten im Laufe der Geschichte kam ein Sieg diejenigen, die ihn davontrugen, so teuer zu stehen. Vom Erfolg geblendet will Kilic Arslan die Nachrichten, die im folgenden Winter immer wieder eintreffen, nicht hören. Denn für ihn und auch für die umsichtigsten seiner Emire gibt es nichts Beunruhigendes mehr. Sollten noch weitere Söldner von Alexios den Bosporus überqueren, so würde man sie wie die vorherigen in Stücke schlagen. Nach Meinung des Sultans ist es höchste Zeit, sich um die eigentlichen dringenden Probleme zu kümmern. Und damit meint er den gnadenlosen Kampf, den er immer noch gegen die türkischen Herrscher, seine direkten Nachbarn, führt. Dort und nirgendwo anders wird sich sein Schicksal und das seines Reiches entscheiden. Die Auseinandersetzungen mit den Rum und ihren seltsamen Mitstreitern, den Franken, sind nur Episoden. Der junge Sultan musste es schließlich am besten wissen, war durch seinen Vater Suleiman 1086 bei einer dieser endlosen Fehden ums Leben gekommen. Kilic Arslan war damals kaum 7 Jahre alt und hätte die Nachfolge unter der Regentschaft einiger treuer Emire antreten sollen, war dann aber von der Macht ferngehalten und nach Persien gebracht worden, unter dem Vorwand, dass sein Leben in Gefahr sei. Er wurde verwöhnt, bekam, was er wollte und war von einer Schar beflissener Sklaven umgeben, jedoch streng überwacht. Und es war ihm ausdrücklich verboten, sein Königreich zu besuchen. Seine Gastgeber, besser gesagt, seine Kerkermeister waren Seldschuken, Mitglieder seines eigenen Stammes. Und etwas weiter schreibt Amin Maluf: Durch die Ratschläge der Emire seines Heeres war es ihm dann durch Krieg, Mord oder List gelungen, einen Teil des väterlichen Erbes zurückzugewinnen. Heute kann er sich rühmen, mehr Zeit auf dem Sattel seines Pferdes als in seinem Palast verbracht zu haben. Aber bei der Ankunft der Franken ist noch alles offen. Seine Rivalen in Kleinasien sind nach wie vor mächtig, wenn auch seine seldschukischen Vettern in Syrien und Persien zu seinem Glück mit ihren eigenen Streitigkeiten beschäftigt sind. Doch der sogenannte Kreuzzug des Volkes war damit noch nicht ganz zu Ende. Am Rhein saßen noch immer Emich von Leiningen und die beiden Gottschalk und Volkmar. Und während Peters Pilgerschar weitgehend fränkisch war und entlang des Weges deutsche und italienische Enthusiasten aufnahm, waren Menschenmassen, die sich um Gottschalk und Emich nun scharten, doch weitgehend Deutsche, zumindest in einem Sinne, in dem man im 11. Jahrhundert von den Deutschen sprechen kann. Doch diesen nächsten, sichtlich erschreckenden Kapitel der Kreuzfahrtgeschichte gab man deshalb den eigenen Namen Deutscher Kreuzzug. Denn während die Franken zuvor mit Peter und Walter darauf drängten, ins Heilige Land zu marschieren, hatten es die Deutschen um Gottschalk und Emicho von Flohnheim nicht ganz so eilig. Es schien, als wollten sie ihr inbrünstiges Werk erstmal auf dem heimischen Boden vollführen. Und über diese Schreckensgeschichte werde ich dann in der nächsten Folge erzählen.